So, mein Lieben, ich habe zwei Videos abgedreht. Das waren auch zwei sehr große Storytime-Geschichten. Wahrscheinlich auch etwas, was ihr noch gar nicht so von mir kanntet, wo ich noch gar nicht so drüber gesprochen habe. Wir hatten nämlich mal einen Obst- und Gemüseladen. Habe ich da mal drüber gesprochen? Ich erinnere mich gar nicht mehr. Kann sein, dass ich es mal erwähnt habe, aber ich glaube nicht, ne? Also wir haben viele Jahre in Hamburg-Barmbek einen relativ großen Obst- und Gemüseladen mit türkischen Waren gehörte uns, und ja, über diese Zeit habe ich ein bisschen berichtet und habe euch ein paar Anekdoten erzählt, habe euch ein bisschen über die Problemchen erzählt, die wir damals hatten, und ja, das war auch eine Zeit, Leute, ich sag's euch, ist noch gar nicht so lange her. Gut, meine Lieben, ich würde sagen, wir gehen jetzt nach oben zum Dachboden, bevor das dunkel wird. Ich will nämlich noch, wie gesagt, mal gucken nach meinen Perücken. Dafür holen wir mal die Leiter jetzt rein, und mein Hund muss unbedingt noch mal Pipi machen. Ja, und dann würde ich sagen, ist auch schon wieder Abend. Es wird dunkel langsam, und aber hier ist sehr angenehm. Hier ist nicht mehr so schwül. Hier können wir richtig gut sitzen. Wir sitzen hier viel zu wenig, ne? Naja, okay. Ich habe mein Handy aus der Hülle gemacht, damit ich das besser in mein Stativ einbauen kann. Ja, hier sitze ich jetzt und habe gefilmt. So, hier habe ich jetzt die große Leiter, und die werde ich mal versuchen nach oben zu schleppen, damit wir auf den Dachboden kommen. So. Huch, wenn ich runterfallen hier mit dieser Hose. So. Hund kommt nicht hinterher, der ist das alles zu unheimlich hier. Hier ist übrigens die Waage, die wir uns aus der Apotheke ausgeliehen haben für klein Baby Maus. Die muss mal zurück wieder langsam. Die brauchen wir nämlich gar nicht mehr so richtig. So. Und jetzt gehen wir mal hier hin und da oben auf den Dachboden. Es ist tatsächlich schon ziemlich dunkel, ist, muss ich sagen. Um da noch mal hoch zu klettern, mal hier überall Licht anmachen. So, hier hat übrigens noch gar keiner geschlafen. Hier habe ich so ein schönes Bett gemacht, aber da schläft gar keiner. So, gehen wir mal wieder hoch. Dann wollte ich ja mal ein bisschen hier nach Perücken suchen. Seht ihr, jetzt komme ich nämlich hier richtig gut hoch auf die Stufe, und dann kann ich hier nämlich hochklettern. Jedenfalls ist das so mein Vorhaben. Mal gucken, wie weit sich das in die Realität umsetzen lässt. Meinen Ausschnitt mal richtig zumachen. Und hier dann das Bein hoch. Und hochklettern. Seht ihr, haben wir geschafft. Und dann muss ich aber gucken, dass ich hier Licht anmache, und dann kann ich euch wahrscheinlich nicht richtig filmen, aber ich gehe jetzt mal hin. Vielleicht kann ich ja hier sitzen bleiben und euch von hier aus was zeigen. Ich weiß nicht, warum ich hier kein Licht habe. Ich weiß ehrlich nicht. So, mal gucken, was hier für tolle Sachen liegen. Ich sehe aber nichts. Ich brauche mein Handy leider. Deswegen nehme ich euch mal in die Hand. Und schalt euch mal rum. So. Dann haben wir nämlich hier unsere ganzen Sachen liegen, die ich alle so durcheinander gewühlt sind, weil ich hier immer wieder hochkletter und alles durcheinander schmeiße. Wir waren hier ja schon mal ein paar Mal. Die liegen hier auf. Die sind noch von meinem Enkel. Die kann eigentlich meine Tochter mal mitnehmen. Vielleicht braucht sie das. Hier sind noch Hundewindeln, glaube ich. Ne, Hygieneeinlagen. Doch, ich glaube, das sind Hunde. Na, ich weiß auch nicht. Doch nicht Hunde, keine Ahnung. So, jetzt werde ich mal gucken, was wir hier alles so haben, was ich noch gebrauchen kann. Es ist alles sehr durcheinander. Ich weiß hier, das ist übrigens ein Gürtel, den ich habt ihr was gehört? Den ich mal immer für meine Klamotten benutzt habe. Das ist eine Klimaanlage, die hat mein Sohn sich mal gekauft, als ich im Urlaub war. Die habe ich hier oben versteckt, damit er sie nicht anmacht, weil das kostet ja hier in Deutschland richtig viel Strom, und das brauchst du ja wirklich nicht. Hier habe ich noch ganz viele alte Klamotten drin.
die wir uns eigentlich auch mal angucken können, wenn ihr Lust habt. Vielleicht braucht man da ja für irgendwas. Alles, was ihr hier seht, habe ich im 1-Euro-Laden damals gekauft. Alles für 1 Euro. So ein Unter-T-Shirt, 2 Stück, sogar mehrere. Hier ist so eine Bistro-Schürze, habe ich auch für 1 Euro gekauft. Diesen BH hatte ich gekauft. Davon habe ich einen auch in kleiner. Der ist mir eigentlich zu groß, aber können den ja mal ausprobieren vielleicht. Das ist so ein, sowas halt in der Größe M. Aber sowas trage ich gar nicht. Sind sogar 2 Stück drin, glaube ich. Alles für 1 Euro, ne? Alles aus dem 1-Euro-Laden. Hatte ich euch, glaube ich, auch schon mal gezeigt. Hier ist noch so ein Insektenschutzding, glaube ich. Braucht auch kein Mensch. Was ist das? Ah ja, das sind noch so Thermoshirts. Die habe ich auch alle damals geholt für meine Söhne. Die haben die auch richtig oft getragen, muss ich sagen. Da habe ich ganz viele gehabt. Was ist das jetzt hier? Ah ja, das sind noch diese Fahrradgeschichten. Also so eine Hose und so ein Shirt, glaube ich. Oder ist es eine Jacke? Ich weiß gar nicht. Ist eine Jacke, glaube ich, ne? Herren-Fahrrad-Shirt. Nee, ist ein Shirt. Also ohne Hose. Okay. Noch so ein Ding hier für BH und ähnliches für den Sommer. Das kennt ihr, glaube ich, schon. Das hatte ich ja damals auch unten mal gezeigt. Das ist das hier zum Beispiel. Sind so Sportshirts halt, ne? Ja. Was haben wir hier noch? Was ist denn das? Ah ja, das ist auch noch so ein so ein Gurt halt für den Rücken, so ein Rückenschongurt, glaube ich. Auch 1 Euro. Auch dieses Ding hatte ich damals umsonst bekommen. Also für 1 Euro natürlich eigentlich umsonst, ne? Logisch. Was haben wir hier noch? Ja, das ist jetzt für Frauen eine Damenfunktionshose, also diese Hose. Was ist da noch drin? Ja, da sind noch solche gemusterten Feinstrumpfhosen, aber die sind nichts für 2 Euro gewesen, die waren auch für 1 Euro. Ja, das ist alles. Aber ich wollte ja eigentlich nach meinen Perücken jetzt suchen. Ne? Das müssen wir alles wieder reintun gleich, aber nicht jetzt. Was haben wir hier? Meine Güte, eine Rumpelkammer. Hier müssen wir unbedingt mal aufräumen. Hier ist Haarschneideding drin. Hier sind noch aus meiner Kosmetikerzeit. Da haben wir ja, als ich gelernt habe, mussten wir das alles kaufen. Da war alles von einer speziellen Fachfirma drin, mussten wir alles kaufen. Da habe ich aber alles schon rausgeholt, glaube ich. Sind noch die letzten Pfeilen drin. Mehr ist da auch nicht drin. Alles andere habe ich schon verloren. Weißt du, das hat auch mal viel Geld gekostet, dieses Ding. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel. Portemonnaie, mein altes. Das ist auch mein altes Portemonnaie, alles viel zu groß. Hier ist noch so ein Cutter für die künstlichen Nägel. Ein Perückenhaltekorb für die Perücken. Noch so Schuhdinger hier. Hier ist ein Glätteisen, habe ich ganz oft benutzt. Was ist das? Ich weiß auch nicht. Was ist das? Ah ja, das ist, glaube ich, oder nicht? Ich glaube, das ist so ein Ding fürs Handy, so ein Licht oder so. Das ist nochmal so ein Gürtel hier. Den hatte ich mal für meinen Mann gekauft, so ein Wärmerückenkissen, hat er auch nie benutzt. Was haben wir da noch drin? Da waren mal Perücken drin. Wir nähern uns, hier sind Bilder drin. Das hatte ich mal geschenkt bekommen. Das. Ah, hier ist noch ein Glätteisen, so ein Mini-Glätteisen, so ein kleines. Ja, und hier ist meine andere Bürste. Die sieht auch nicht mehr lecker aus, sind aber alles Perückenhaare. Die elektrische Bürste, damit kann man dann ja die Haare stylen. Werde ich mal mit nach unten nehmen. Oh, Lockenstab. Ja, das ist so ein elektrisches Licht. Das war das, so ein Handylicht, glaube ich. Ja. Aber nicht wirklich was
ich jetzt hier gebrauchen könnte. Das ist noch so ein Auffülldings für, na so Haarpuder ist das, dafür, dass man, wenn man keine Haare mehr hat, kann man sich damit, kann man das damit auffüllen. Das sieht man gar nicht dann. Mit einem Haarspray fixieren und dann sieht das aus, als hätte man Haare. Was ist das, Leute? Was ist das denn? Keine Ahnung. Sieht ja komisch aus. Naja, also hier ist jetzt auch nichts weiter dabei. Wo sind denn nun meine Perücken? Kopf. Ah, hier sind die Tressen alle. Die hatte ich euch schon mal gezeigt. Das sind halt Haartressen, ne? Also quasi nur zum Annähen alles. Da sind aber meine Perücken nicht drin, ne? Was ist das? Ein Hemd. Ich muss hier unbedingt mal aufräumen, ehrlich. Was ist das alles hier? Ah, das sind alles Hosen und Strumpfhosen. Und so. Ich habe ja früher richtig viel Strumpfhosen getragen. Das sind die alle. Hier sind Bilder drin. Da ist mein Neon-Nail-Set. Was ist das? Das sind Röntgenaufnahmen, glaube ich. Genau. Und das sind Tischdecken. Die sind noch aus dem Restaurant. Alle, das sind alles unsere Restauranttischdecken aus der Bäckerei damals. Und was haben wir da? Hemden. Und da hinten sind Perücken wieder. Genau, und da muss ich eigentlich hin. Damit habe ich früher gezeichnet mit dem Bild. Da will ich hin. Uff, uff, uff. Was war das? Oh nein, ich habe jetzt hier Bilder kaputt gemacht. Egal. Ja, hier sind, glaube ich, die Perücken, die ich suchte. Ja, das sind die teureren Perücken, die ich eigentlich haben wollte jetzt hier. Wie kriege ich die jetzt da weg? Hier ist nämlich jetzt alles voller Glas, weil ich hier was kaputt gemacht habe. Ich Idiot. Ist aber auch eine Wühlerei, ne? Hier ist eine echte Perücke drin, soweit ich weiß. 100% Human Hair, muss aber dann nicht unbedingt echt Haar sein. Und das ist die an das Toupet, was ich gesucht hatte. Ja, da sind auf jeden Fall alles die teureren Perücken drin. Die nicht. Die auch nicht. Und das sind auch Tressen, glaube ich. Was war das? Weiß ich auch nicht. Das ist noch ein Zopf. Hier sind auch noch, nee, die ist auch nicht teuer gewesen. Und die ist aber echt, glaube ich, oder nicht? Ich glaube, das ist auch eine echte Haarperücke. Nehmen wir auch mal mit. Die ist auch echt Haar, glaube ich, oder? Was ist denn da ein Wattestäbchen? Nee, das ist auch Kunsthaar. Und was haben wir da noch? Die war auch echt Haar. Und was ist da noch? Keine Ahnung. Muss ich immer gucken, wie die innen drin aussehen. Die weiß ich jetzt tatsächlich nicht mehr. Kann sein, dass das auch echt Haar ist. Ich weiß es nicht. Das nicht. Packen wir mal alles wieder rein. Was haben wir da noch? Ja, das ist aber alles egal jetzt hier. Die lasse ich mal alle drin. Und die habe ich auch ganz oft getragen. Die tue ich aber wieder rein. Und die, ich weiß nicht, die tue ich auch wieder rein, ja. Genau, also ich würde mal sagen, wir nehmen einmal die mit. Die sieht, glaube ich, ganz witzig aus. Und das war eine Kunsthaarperücke. Oder? Ich weiß gar nicht genau. Keine Ahnung. Weiß ich nicht.
Ja, das war diese Toupet-Geschichten, die man so drauf klippt quasi. Ja. Ich weiß auch nicht, was soll ich noch mitnehmen? Ich habe keine Ahnung. Die vielleicht? Nee, aber ich habe auch keinen Bock drauf jetzt auf den ganzen Kram hier. Also ich würde mal sagen, diese paar nehme ich mit. Die vielleicht. Ich weiß nicht, das sind alles die, die ich jetzt nicht suche. Auch die anderen sind da nicht bei. Komisch. Ja, ich muss hier mal irgendwie ein Licht reinbringen, dann werde ich das alles mal ordnen wieder. So viel ist das eigentlich gar nicht. Es kommt nur, weil ich das alles immer durcheinander wühle, wie jetzt. Und dann sieht das hier so aus. Ich muss das alles einmal wieder ordnen. Ich habe hier kein Licht. Das ist halt das Problem. Und hier ist auch alles kaputt jetzt, die ganzen Bilder. Oh. Nein. So, welche Perücken nehme ich jetzt mit? Ich habe alle nur eine Hand hier leider. Die könnten wir mal mitnehmen. Und die, nee, sind alles nicht die, die ich gesucht habe, ehrlich gesagt. Tja, was war da noch drin? Das ist alles nicht das, was ich gesucht habe, ja. Leider. Ich stelle euch da mal hin. Ich weiß nicht, was ihr jetzt seht, aber ich sehe sonst auch nichts. So, jetzt packe ich da mal wieder rein. Das auch. Das nehme ich mal mit. Rein. Da packe ich mal die Sachen wieder rein, jetzt alle hier. So. Ja, hier ist meine Rumpelkammer. Also da muss ich tatsächlich echt mal aufräumen. Und das kommt auch alles wieder rein. Hier ist jetzt alles voller Glas. Muss ich aufpassen, dass ich mich nächstes Mal nicht da reinsetze. So. Das sind auch noch alles Strümpfe. Die kommen da mit hin. Hier ist noch einmal Glas. Das sind Gardinen. Noch mehr Strümpfe. Auch kaputtes Bild. Hier alles, die Tischdecken noch. So, und die Perücke vielleicht noch einmal mitnehmen. Weiß ja nicht, was ihr da noch seht, aber die nehme ich einmal mit, weil das ist, glaube ich, eine, die ich schon öfters getragen habe, oder? Ja, die Lace ist geschnitten. Die nehmen wir einmal mit runter, die probieren wir einmal aus. Und dann die beiden noch. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir mal wieder runter, weil Strümpfe, sehr viel mehr ist hier jetzt auch nicht. Hier muss ich erstmal Licht hochbringen, dann kann ich hier nämlich auch aufräumen. Leute, Leute. So, das ist ein Lockengedöns. So, das sind, glaube ich, meine ganzen Gürtel. Ha, hier sind meine ganzen Gürtel drin. Das ist ja schon mal interessant. Mal gucken, ist hier auch eine Tasche? Ne, die gehört mir aber nicht. Die gehört den Jungs, alles Gürtel. Tja. Nee, da habe ich jetzt aber keine Lust zu. Ja, hier ist noch ein Kindersitz. Da hinten sind Bügel. Ja, so viel ist das eigentlich gar nicht.
Ja. Hier sind noch Bücher drin. Mal gucken, was da alles drin war. Vielleicht kann ich da ja noch was von gebrauchen. Mal gucken. Lernen im Schlaf. Ah, das ist der Töffel. Meine Tochter hat den Töffel mal gemacht. Und damit hatte sie gelernt. Hat sie übrigens bestanden. TOEFL ist eine international anerkannte Englischprüfung. Hier sind meine Bücher, mit denen habe ich damals gemalt. Das Bild habe ich nachgemalt übrigens. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Und was ist das hier jetzt? Ja. Blick über den Zaun. Erfolge und Erfahrungen mit Urin. Na dann. Ganzen Handy-Geschichten hier. Was ist das? Gehört meinem Sohn, glaube ich. Genau. Der Pfad vom Schnee. Ja, das ist so ein Science-Fiction-Gedöns. Das gehört meinem ältesten Sohn, das Buch. Langenscheid, Abitur, Wörterbuch, Englisch. Das sind die Abi-Bücher gewesen von meinen Kindern. Das Krabat, das war ein Buch, das mussten sie in der Schule einmal, haben die durchgenommen. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ich glaube, meine Tochter im Gymnasium. Noch ein Englischbuch. Ja, von diesen Lexika haben wir richtig viel, ne? Logisch, weil viele Kinder, jeder hatte sein eigenes. Das sind die Geschichten zum Beten, wie man also diese Waschung macht und ähnliches. Steht da beschrieben. Brauche ich jetzt aber alles erstmal nicht. Das sind auch Ausschreiben leicht gemacht. Was ist das denn? Keine Ahnung. Ich glaube, das sind Baugeschichten. Müsliman irgendwas. Und was ist das? Keine Ahnung. Alles vom Büro wahrscheinlich. Teilweise auch. Oh, nee, da ist auch nichts mehr drin. Dann packen wir die Bücher da mal wieder rein. So. Nichts, was ich jetzt jedenfalls mitnehmen wollen würde. Genau. Ja, liebe Leute, das war's. Hier ist noch aus Alanya. Das haben wir aus Alanya mitgebracht. Ich glaube, das ist so ein Schwimmring. Okay, dann klettern wir mal wieder runter, würde ich sagen. Was ist das? Eine Tasche. Das ist Miley's Tasche gewesen, als sie noch klein war. Noch eine Uhr. Ja, ich gehe jetzt wieder meines Weges runter. Meine Sommerjacken sind hier auch nicht, ne? Auch noch aus dem Laden. Diese ganzen Dinger sind alle noch aus unserer Bäckerei. Davon habe ich Massen. Hier ist ein Rucksack, ein Wanderrucksack. Den hatte meine Söhne, müssen den immer mal zur Klassenreise mitnehmen. Ja, das war's, Leute. Gehen wir wieder nach unten.